Dann guten Morgen. Je früher die Stunde, umso kleiner der Kreis. Ah, jetzt kommt noch ein Kollege rein. Ich darf Stefan Leitl recht herzlich begrüßen. Stefan, guten Morgen. Und dann fangen wir wie üblich mit dem personellen Update an. Ja, danke, Manuel. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen in die Runde. Personal, ich habe es mir aufgeschrieben, sind doch einige. Leon Schafran, Abdurrahmane Barry, Emil Berggren und Luca Itter sind natürlich nach wie vor nicht im Kader, sind immer noch im Aufbautraining. Wir steigern peu à peu. Ich hoffe, dass der ein oder andere dann nächste Woche, es ist ja zwar eine kurze Woche mit wenig Trainingseinheiten, aber dass wir es schaffen, dass wir den einen oder anderen dann in Teile des Trainings oder des Mannschaftstrainings, zumindest in technische Abläufe, dann schon mit einbauen können. Paul Jäckel wird nicht im Kader sein. Paul hat eine Oberschenkelverletzung, kann morgen nicht spielen. Ich hoffe oder wir hoffen und auch die medizinische Abteilung sind guter Dinge, dass er uns dann am Dienstag in Osnabrück wieder zur Verfügung steht. Gut, dann vielen Dank, Stefan. Dann wollen wir doch gleich mal schauen, wer sich welche Frage überlegt hat. Ihr dürft gerne wieder ein virtuelles Handzeichen geben. Alternativ wählen wir aktiv jemanden aus. Fangen wir mit Kathi Tonsch an. Nein, der Fokus lag eher auf Regeneration. Wir hatten in der Woche vor dem Paderborn-Spiel eine nicht einfache Trainingswoche, möchte ich mal sagen. Ja, wir konnten kaum trainieren und hatten dann eine sehr intensive Partie gegen Paderborn, wo schon das eine oder andere dann noch zumindest bis gestern bei den Jungs in den Beinen war und deswegen lag da eher der Fokus auf regeneratives Training. Christian Kunz von der DPA. Guten Morgen, da ich neu in der Runde bin, je früher der Morgen, desto früher ist der neue Legend Christian Kunz, DPA. Wir haben eine starke Saison bisher gespielt. Zuletzt gab es ein ärgerliches 2-3 gegen Karlsruhe, dann 1-1 gegen Paderborn. Was kann Ihre Mannschaft in so einer Phase lernen? Ja, wir müssen lernen, einfach zu Null zu spielen, um Spiele zu gewinnen. Und das wird auch morgen entscheidend sein im Spiel gegen Düsseldorf. Das heißt, wir brauchen ich habe das ja auch schon mehrmals gesagt, eine gute Balance im Spiel gegen den Ball, vielleicht auch in dem einen oder anderen Moment nicht zu viel zu wollen im Spiel, ja, sondern dann doch eher ja, vielleicht mal den einfacheren Ball spielen oder vielleicht nicht den direkten Angriff zu suchen, sondern noch länger im Ballbesitz zu bleiben. Und wie gesagt, um in den Defensivaktionen einfach konsequent zu verteidigen. Ansonsten kann man meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen, ja, außer dass wir zwei Spiele gespielt haben, in denen wir nur einen Punkt geholt haben. Und wenn man die Leistung dann gegenüberstellt, dann muss man ganz klar sagen, dass der Ertrag nicht mit der Leistung meiner Mannschaft übereinstimmt. Kathi? Vor dem Paderborn-Spiel haben Sie uns ein Spektakel versprochen, Herr Leitl. Was sagen Sie uns dann für das morgige Spiel voraus? Ja, wir freuen uns natürlich auf ein Spiel. Wir treffen auf einen Bundesliga-Absteiger mit einer enormen Qualität im Kader. Ja, es sind viele Spieler drin, die schon in der ersten Liga gespielt haben, sind einige Spieler drin, die auch schon aufgestiegen sind aus der zweiten Liga in die erste Liga. Und eine Mannschaft, die vor allen Dingen in den letzten Wochen eine sehr gute Formkurve hat. Ja. Aus den letzten Spielen 6-mal gewonnen. Ich glaube, das spricht für sich. Eine sehr heimstarke Mannschaft. Sehr diszipliniert im Spiel gegen den Ball. Gute Umschaltmomente, also das wird schon eine Herausforderung für uns.
Und auf die freuen wir uns. Ja. Wir sind nach wie vor die beste Auswärtsmannschaft und genau das gilt für uns einfach, diese Leistung, die wir auswärts auch in den vergangenen Monaten gezeigt haben, wieder auf den Platz zu bringen. Und dann wird es wieder ein gutes Spiel für uns. Und wenn wir es dann schaffen, zu Null zu spielen, dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir gegen Düsseldorf bestehen können. Christian Kunz. Was kann man da machen, dass die Durchschlagskraft zurückkommt, außer Geduld haben? Ich glaube nicht, dass es an der Durchschlagskraft liegt, weil die Chancen, die wir uns kreieren, sind ja hochkarätige Torchancen. Ja? Das sind ja Situationen, die teilweise den letzten Abschluss dann 10, 11 Meter, vielleicht sogar 5, 6 Meter vorm Tor betreffen. Und ja, da geht es nicht um Durchschlagskraft, sondern da geht es vielleicht in dem Moment bisschen cooler zu werden und nicht zu verkrampfen und das Ding dann zu machen. Durchschlagskraft, ich glaube, von Durchschlagskraft kann man dann sprechen, wenn man sich keine Torchancen oder wenige Torchancen erarbeitet. Und das ist bei uns nicht der Fall, sondern wir müssen einfach cooler und cleverer vom Tor werden. Kathi Tonsch. Spielen noch mehr zur Unzeit? Ich würde es nicht als Unzeit beschreiben. Es ist natürlich so, dass wir jetzt mit Merge, mit Julian und mit Paul Seguin drei Spieler haben, drei auch wichtige Spieler, die mit vier Karten belastet sind. Aber wir haben jetzt drei Spiele in den nächsten 7 Tagen. Das bedeutet sowieso, dass wir rotieren werden und auch rotieren müssen. Und wir haben Vertrauen in unseren Kader. Und wenn es dann tatsächlich passieren sollte, dass einer der drei genannten dann eine Gelbsperre bekommt, dann werden wir das ja innerhalb der Mannschaft gut auffangen. Und deswegen mache ich mir da jetzt auch keine Gedanken, sondern für uns sollte schon der Fokus auf dem Spiel morgen liegen. Und ich habe es ja schon auch erwähnt, dass wir defensiv gut arbeiten müssen. Und wenn wir dann in Umschaltaktionen des Gegners kommen, was definitiv der Fall sein wird, weil ich davon ausgehe, dass wir das Spiel bestimmen werden, und es dann erforderlich ist, eine gelbe Karte zu ziehen, dann erwarte ich und verlange das auch von meinen Jungs. Gut, ich sehe keinen Handzeichen mehr, dann bedanke ich mich bei euch fürs frühe Aufstehen, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und dann sehen wir uns ja bald wieder. Schöne Restwoche noch. Tschüss. Tschüss zusammen. Ciao.